klar. Mit? Ja, können wir es heute Abend aber trotzdem machen. Mit im Garten. Oh, der Friedrich hat sich wieder an die Straße ausgesucht. Jeden Tag ist aus in der Kuh. Na. Das ist doch mehr was. Oh, so, war nicht so haben hier. Hoppla, lass mich lieber runter da. Will er echt nicht? Nee, will er nicht. Du bist, ich habe ein rumänisches Auto. Das, da musst du mal ein bisschen links steuern. Das ist mit Vampiren gewöhnt. Jetzt einfach links an dem Häuschen da vorbei. Ja, das ist keine Lust hier auszusteigen. Und nein, hat keiner. Hat keiner. Ein Träger Lust, ist das was. Die Lust hat keiner. Wenn das Ding mit Nitro hätte, dann wäre er schon lange da oben. Meinst du, mit Nitro wäre das was gewesen? Ja. Ich muss das nochmal anders anlaufen. Hm? Ich bin jetzt hier auf dem Asphalt nochmal anders anlaufen. Meinst du? Ich würde es einfach anders. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass mir ein rumänisches Auto den Dienst verweigert hat. Ich will keinen Unfall. Wir bleiben jetzt ohne Sitzenwände, während der läuft, weil ich würde auch den Träger holen. Aha, halt. Wer will den Träger holen? Ja, um uns da wieder rauszuholen, wo uns jetzt reinfährt. Lacht! Nitro an! Ja, jetzt haben wir es klar. Noch nicht. Oh mein Gott! Hilfe! Wir werden mit dem Fahrrad nicht mal hochgekommen. Nee, jetzt doch, geschoben. Ja. Ich hab doch gelacht. Noch nicht ganz. Also, so jetzt ich sagen, sind wir drüber. Jetzt sind wir drüber. Endlich. Ja, lecker. So sind die Bäume umzäunt. Ich bin in die Falle gekommen. Ey, die Bäume sind umzäunt. Ja, umzäunt. Umzäunung dient dazu, das Wild davon fernzuhalten, damit die nicht daran rumfressen. Wahrscheinlich wollen sie die nähen. So in die Phase des. Weihnachtsbaum sind sie schon in der Haus. Aber es sind Weihnachtsbäume. Also halt mich für einen Schlauschwätzer, das ist richtig, da steht ein Zaun drum. Und wenn ein Zaun was drum steht, heißt das umzäunen. Ja, umzäunen, sag ich. Ja. Die Umzäunung, weil er umzaunt gesagt hat. Ja, weiß ja. Ich doch. Das Alte weiß ich doch. Ja. Super, hier war ich noch nie. Ja. Weil da wollte ich nämlich eigentlich die Straße fahren. Die Straße wollte ich fahren. Das ist nämlich durchgängig asphaltiert. Aber jetzt einen deutlich höheren Erlebnisfaktor. Absolut. Ich sage ja, rumänische Autos fahren normalerweise auch in ihren Salzbergwerken 7000 Meter unter der Erde. Hier oben, wenn man es ja wohl nach unten fliegt.